In diesem Video heute soll es darum gehen, ein Makro zu erstellen, welches uns ein paar Mausklicks abnimmt. Am Anfang von dem ersten Video, in der ersten Staffel, habe ich schon darüber gesprochen, dass man ja, wenn man ein neues Dokument erstellt, sich ein paar Klicks sparen kann. Und genau dieses werde ich euch heute mal zeigen. Wir beginnen natürlich wie immer erstmal mit einem neuen Makro. Und natürlich werden wir erstmal wieder das aufbereiten, was uns der Editor hier so hinschmeißt. So, eine ganz gute Sache ist es auch, wenn man seinen Code, den man schreibt, immer dokumentiert. Natürlich wisst ihr, was ihr hier gemacht habt, aber irgendwann kommt vielleicht mal der Punkt, wo ihr nicht mehr so genau wisst, warum ihr diese eine Zeile Code da reingeschrieben habt. Und dann ist es gut, wenn man das dokumentiert hat. Ich persönlich handhabe es so, dass ich Codeblöcke kommentiere oder aber, wenn es wirklich was Neues ist, dann einzelne Codezeilen. In diesem Fall ist es jetzt so, das hier ist für mich ein Codeblock. Der gehört zusammen. Ich dimensioniere die Variable und weise dann der Variable einen Wert zu. Da muss ich mir jetzt persönlich nicht für jede Zeile etwas dazu schreiben. Aber ich werde mir für den gesamten Bereich etwas dazu schreiben. Und zwar habe ich jetzt hier ja die Variable für das SolidWorks-Objekt definiert und zugewiesen. Und genau das werde ich jetzt auch dahin schreiben. Wie ich ja schon mal sagte, Kommentare werden mit dem Hochkomma eingeleitet und werden später im Ablauf übergangen. So, was möchte ich jetzt genau erreichen? Gucken wir uns dazu einmal in SolidWorks an, um das nochmal in Erinnerung zu bringen. Wenn ich hier oben auf Datei oder auf das Blatt klicke und dann Neu, dann bekomme ich dieses Fenster oder aber dieses, je nachdem, ob ich hier unten drauf geklickt habe. Und wenn ich dann auf Teil oder Baugruppe oder Zeichnung gehe, dann wird die entsprechend eingestellte Vorlage geladen. So, und schon habe ich ein neues Teil. Diese Klickreihenfolge, die entweder, wenn ich hier drüber gehe, 2 bis 3 Klicks hat oder hier 3 bis 4 Klicks, die werde ich abkürzen, indem ich mir hier oben dann ein Makro reinlege, welches dann mit einem Klick reagiert. Was muss ich dazu jetzt alles machen? Also zunächst einmal, ich muss mir überhaupt erstmal den Befehl angucken, wie ich ein neues Dokument erstellen kann. Wir schauen als erstes in die Hilfe rein. Wir wissen, zu diesem Zeitpunkt haben wir auf jeden Fall das SolidWorks Objektmodell zur Verfügung. Das steckt ja in dieser Variable drin. Jetzt könnte ich zum Beispiel mal in diesem Objektmodell nachgucken, ob es eine Methode gibt, die mir ein neues Dokument zur Verfügung stellt. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich da herangehen kann. Also suche ich mal nach dem SLDWorks, finde den entsprechenden Eintrag in der Hilfe und klicke hier oben auf Members. Und auf dieser Seite bekomme ich jetzt alle Properties und Methoden angezeigt, die dieses Interface zur Verfügung stellt. Ja, und jetzt kann ich, wenn ich hier einmal in den leeren Bereich reinklicke, über die Tastenkombination STRG und F ein Suchfeld aufmachen. Jetzt könnte ich hier ja einfach mal nach Document suchen. Ich muss es natürlich in der englischen Schreibweise eintippen. Und jetzt sieht man schon, er macht überall dort, wo er das Wort findet, einen gelben Hintergrund hinter das Wort. Und ich kann hier über den Button weiter praktisch zu jedem weiteren Document als Wort, was ich suche, springen. So, und ich kann auch wieder zurücklaufen. Jetzt muss ich mal gucken. Das wird es wohl nicht sein. Ich suche ja irgendwas, wo auf ein neues Dokument hingewiesen wird. Das auch nicht. Schließt alle.
kopiert ein Dokument. Irgendwann werde ich natürlich etwas finden, was auf ein neues Dokument hinweist. Und hier sieht man schon, ich bin jetzt hier bei einer Methode angekommen, die heißt getDocumentTemplate. Und in diesem Hilfetext hier hinten oder in diesem Beschreibungstext, da wird auf eine Methode verwiesen, die newDocument heißt und newDocument2. Aber mit dem kleinen Unterschied, dass hier noch ein i vorsteht. Und da wir ja in VBA jetzt unterwegs sind, können wir die Sache mit dem i erstmal ignorieren. Also klicke ich doch mal hier auf New Document. Und jetzt bin ich in der Methode gelandet, New Document. Und jetzt steht hier oben, creates a new document based on the specific template. Ja, das heißt frei übersetzt, erstellt ein neues Dokument basierend auf der Vorlage, auf der spezifischen Vorlage. Ja, das klingt doch erstmal ganz gut. Das können wir uns doch mal genauer angucken. Diese Methode braucht einmal das SolidWorks-Modell, dann braucht es einen String für den Vorlagennamen, dann braucht es noch einen Integer für die Papiergröße, wobei wir bei dieser Sache ganz klar auch mal in die VBA-Syntax reingucken sollten, denn wie man hier sieht, der erwartet an der Stelle einen Long. Dann noch ein Double für die Breite und ein Double für die Höhe. Also vier Sachen werden hier benötigt, die rein nur für diese Methode zur Verfügung gestellt werden müssen. Das SolidWorks-Objektmodell brauchen wir ganz allgemein für den Aufruf. Okay. Ja, dann werden wir doch einfach mal genau das hier so eintragen. Und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Ein neues Dokument kann ich erstmal pauschal ohne eine Variablenzuweisung machen. Das heißt, ich kann jetzt hingehen, kann meine Instanz aufrufen von SolidWorks, gebe dann den Methodenbefehl ein und jetzt muss ich den Template Name as String übergeben. Oder ich kann den String auch direkt hinschreiben. Ich müsste jetzt nicht eine Variable benutzen. Ja, den Pfad, den kenne ich jetzt natürlich nur nicht. Also zumindest jetzt erstmal nicht aus dem Kopf. Ich kann den nachgucken. Wenn ich hier oben auf Standardvorlagen gehe, dann sehe ich den hier. Okay. Den kann ich jetzt hier rauskopieren und dann hier einfügen. So. Dann der nächste Parameter wäre noch die Papiergröße. Da ich jetzt hier erstmal mit der Teilvorlage beginne, interessiert mich Papier natürlich herzlich gar nichts. Also übergebe ich hier erstmal nur Nullen, denn auch die Breite und die Höhe bezieht sich auf Papier und da ist das hier also unwichtig. Allerdings, ich kann es auch nicht weglassen, weil diese Eingaben nicht optional sind. So, und das funktioniert jetzt erstmal. Wenn ich das jetzt einmal speichere, und dann nochmal in SolidWorks gucke. Es ist hier nichts geöffnet, das blanke SolidWorks läuft. Jetzt starte ich das einmal. Zack, habe ich ein neues Teildokument geöffnet. Ja, prima. Trotzdem stellt sich jetzt natürlich die Frage, sollte ich das wirklich so lassen? Denn was passiert, wenn ich dieses Makro, so wie es ist, weitergebe? Gut, wenn ich das jetzt firmenintern weitergebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es noch keine Probleme macht. Aber wenn ich das jetzt weitergebe an jemanden, wo ich die Umgebung nicht kenne,
wo ich nicht weiß, wie die Vorlagen hinterlegt sind, dann müsste ich ja demjenigen auch noch eine Anleitung mitgeben, wo er was verändern muss, damit das Makro später auch bei ihm funktioniert. Das ist nicht so gut. Besser wäre es, wenn das Makro allgemeingültig funktioniert. Und das kann man auch so machen. Denn wenn wir uns mal dieses Fenster anschauen, hier steht ja schon der Pfad drin für Teil, für Baugruppe und auch eine Zeichnungsvorlage ist hinterlegt. In meinem Fall jetzt hier wird auf ein DIN A3 Blatt verwiesen. Ja, und ihr könnt es euch sicherlich schon denken, an diesen Pfad komme ich auch programmatisch dran. Ich muss nur wissen, wie. Und dieses Wie, das kann ich auch hier in der Hilfe nachgucken. Bei den Remarks hier unten, da steht etwas drin. Remarks, das sind halt so Hinweise auf bestimmte Bedingungen, die der Methode helfen. Beziehungsweise es steht häufig hier unten nochmal Bedingungen, die unter besonderen Situationen nur auftreten. Das kommt immer darauf an, da stehen ganz unterschiedliche Sachen. Hier in diesem Fall steht jetzt hier ein Hinweis darauf, wenn man die Standardvorlagen holen möchte, dann kann man diesen Befehl hier benutzen, beziehungsweise diese Methode. Na, die gucken wir uns doch mal an. Ich kann also mit dieser Methode die standard eingestellten Vorlagenpfade mir holen. Und das werde ich doch jetzt mal benutzen. Also nehme ich das hier mal heraus. Und dann werde ich mal gucken, was ich machen muss, damit ich das einsetzen kann. Also, ich bekomme hier einen Wert zurückgeliefert. Dieser Wert, den ich zurückgeliefert bekomme, der wird wohl ein String sein. Ich gucke nochmal in der VBA-Syntax. Ja, es wird mir ein String zurückgeliefert. Okay. So, ein String brauche ich ja auch an dieser Stelle. Aber Vorsicht. Ich kann jetzt nicht einfach so pauschal diese Befehle ineinander schachteln. Das kann man ausprobieren. Ich empfehle es aber nicht. Denn was passiert, wenn ich diese Befehle immer weiter ineinander verschachtel? Irgendwann wird der Code, den ich hier in die Zeile reinschreibe, so lang werden, dass die Zeile an sich schon wieder schwer zu lesen sein wird. Und das ist ja etwas, was wir verhindern wollen. Besser ist es natürlich, wenn ich meinen Code immer schön übersichtlich gestalte. Also sollte ich mir vielleicht jetzt vorher eine Variable definieren, wo ich diesen String dann drin speichere. Und das werde ich jetzt auch mal tun. Ich werde mir eine Variable deklarieren. Die ich mal Pfad zur Vorlage nenne. Und das wird ein String. So. Und dieser Variable, der weise ich jetzt mal diesen String zu. Dazu musste ich einmal auf mein SolidWorks-Objekt gehen. Dann musste ich die Methode mir raussuchen. In der Hilfe stand drin, dass ich die getUserPreference String Value benutzen soll. Und diese Methode, die braucht einen Parameter. Gut, das muss ich mir jetzt mal angucken. Und der Parameter ist definiert in diesem Enumerator hier. Dann gucken wir uns den mal an. Die Liste ist schon recht groß. Welcher soll es denn jetzt sein? Ja. Da man hier hinten sieht, dass die alle auf dasselbe verweisen, klicke ich einfach mal den ersten hier an. Und jetzt komme ich auf eine Seite, da muss ich erstmal eine ganze Menge lesen. Und wenn ich das alles durchgelesen habe, dann sehe ich, hier ist ein Weg aufgeschrieben, zu welchem Fenster ich komme. Und gut, hier steht es jetzt in Englisch, aber das ist im Prinzip der Weg zu unseren Optionen.
Das heißt, wenn ich hier auf das Zahnrad klicke oder eben hier Extras Optionen, wenn man die englische Oberfläche anmachen würde, dann würde hier Tools stehen und dann hier Options. Das ist auch genau dieser Weg, Tools, Options. Dann bekomme ich dieses Fenster. Und wenn ich mir jetzt mal hier die Systemoptionen anschaue, diese Liste, und dann einmal mit dem hier vergleiche, System Options, dann werde ich feststellen, dass diese Liste exakt dem entspricht, was ich in dem Fenster sehe. So, und im Prinzip, wenn ich jetzt nicht genau wüsste, welchen ich hier suche, dann könnte ich das theoretisch sogar runterzählen. Ich suche die Standardvorlagen, weil dort steht das drin. Also Default Templates. Wenn ich da drauf klicke, dann sehe ich sogar das Fenster. Wenn ich hier runter scrolle, dann bekomme ich hier unten angezeigt, welche von diesen Methoden ich jetzt benutzen muss. Und die Methode hatten wir schon herausgefunden. Und hier drunter in Klammern sehe ich, welcher Parameter das ist, den ich übergeben muss. Es gibt jetzt hier zwei Methoden. Es gibt nämlich einmal die zum Holen, das ist die Get-Methode. Damit lese ich also sozusagen dieses Feld hier aus. Aber ich könnte dieses Feld auch beschreiben über die Set-Methode. Und darunter dieser Teil, den übergebe ich. Das mache ich mir jetzt einfach, indem ich die markiere und kopiere und dann hier eintrage und die Klammer wieder zumache. So, und jetzt werde ich hier mal den Pfad zur Vorlage reinschreiben. Und jetzt probiere ich mal aus, ob das funktioniert. Also in SolidWorks ist nichts geladen. Ich starte das Makro. Und siehe da, hat man Teil geladen. Ein neues Teil. Ja, und im Prinzip war es das auch schon. Damit habe ich jetzt die Klickreihenfolge Datei, Neu und dann entsprechend auf Teil zu klicken und OK abgekürzt. Auf einen Klick. Also den Klick selber habe ich hier jetzt noch nicht eingebaut, da komme ich gleich noch zu, aber das wäre es im Grunde schon. So. Und ich werde jetzt in diesem Fall noch was anderes machen. Ich werde die Main-Methode umbenennen. Und zwar auf Teil erstellen. Das mache ich deswegen, weil ich möchte jetzt nur ein Makro erstellen, wo ich mehrere Prozeduren drin habe, die ich dann später auswählen kann, ob ich ein Teil oder eine Baugruppe oder eine Zeichnung mir neu erstellen lassen möchte. Ja, und jetzt, wo das schon mal so gut lief, aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen natürlich auch noch an die Dokumentation denken, damit wir später noch wissen, was wir da gemacht haben. Ich mache mir das jetzt mal ein bisschen einfacher. Ich habe dies ja schon vorbereitet, werde mir jetzt die entsprechenden Texte hier herauskopieren aus meinen vorbereiteten Unterlagen, damit ihr jetzt auch nicht so lange warten müsst, bis ich das alles fertig habe. So, und hier unten ist jetzt noch die Sache, ich mache das jetzt ja so, dass ich diese Methode einfach nur aufrufe und damit ist es fertig. Das ist allerdings etwas, was man sich vielleicht nicht unbedingt angewöhnen sollte, denn später wird man vielleicht nochmal mit diesem Dokument weitere Schritte vollziehen wollen. Vielleicht sollen jetzt direkt im Anschluss, wenn ich das neue Teil erstellt habe, irgendwelche Dateieigenschaften hinterlegt werden. Oder vielleicht möchte ich sogar später mal auf Knopfdruck ein neues Teil erstellen und sofort eine Skizze reinmachen lassen, automatisch, weil ich sowieso immer wieder mit denselben Bedingungen ein Teil beginne. Oder vielleicht sogar zwar immer wieder mit denselben Bedingungen, dann könnte ich es ja auch in die Vorlage direkt mit reinbauen, aber vielleicht geht dann ein Fenster auf, welches mich abfragt, welches
welche Skizze zuerst erstellt werden soll. Das werden wir nämlich auch alles noch behandeln. Deswegen, es ist ganz gut, wenn man direkt von vornherein das Ganze so gestaltet, dass man das Dokument, welches ich jetzt neu erstelle, auch wenn ich es später nicht brauche, direkt korrekt zuweise. Und dieses korrekt zuweisen wäre, dass ich jetzt erstmal eine Variable deklariere, wo ich dann das entsprechende Objektmodell von diesem neuen Teil reinspeichern kann. Und ich werde das jetzt hier mal Teildokument nennen. Und das Ganze ist dann ein Part-Doc. So. Und wenn ich das jetzt zuweisen möchte, weil es sich ja hier um ein Objekt handelt, muss ich das Set davor schreiben. Dann, ich lasse mal noch einen frei, dann kann ich nämlich die Abkürzung nehmen. Teildokument gleich. Und wie wir schon mal in einem anderen Video gesehen haben, wenn ich dann jetzt eine Methode benutze und die einer Variable zuweise, dann darf ich das hier nicht mehr mit diesem Leerzeichen machen. Dann bin ich gezwungen, diese Klammern zu setzen. Ansonsten funktioniert das nämlich nicht. Und natürlich, klar, ihr könnt es euch schon denken, alles immer gut dokumentieren. So. Und damit hätten wir im Prinzip das Makro für das Teildokument auch schon fertig. Und wenn wir uns jetzt das nochmal kurz anschauen und mal auf bestimmte Teile dieses Makros achten, dann fällt uns auf, dass zum Beispiel in dieser Zeile hier hinten auf Default Template Part verwiesen wird, also Teil. Naja, und dann kann man sich ja schon denken, also wenn es schon extra einen Eintrag gibt für Part, dann gibt es vielleicht für andere, also für Baugruppe und für Zeichnung, auch einen entsprechenden Eintrag. Und das könnte ich jetzt zum einen natürlich in der Hilfe nachgucken. Und dann sieht man hier, ja klar, gibt es, für Drawing auch. So, könnt ihr euch vorstellen, das wird jetzt ziemlich einfach werden. Und ich werde das jetzt nicht nochmal abschreiben, sondern auch das werde ich mir dann jetzt einmal hier rauskopieren aus meinen vorbereiteten Unterlagen. Und dann füge ich das einfach hier unten ein. So, im Prinzip ändert sich an dem Makro nicht viel. Also hier oben ist es erstmal noch identisch. Auch hier ist es noch identisch. Hier benutze ich dann natürlich den Eintrag für das Part, weil ich hier einen Teil erstelle. Und hier benutze ich dann den Eintrag für die Baugruppe, weil ich hier eine Baugruppe erstellen möchte. So, und damit ich dann hier unten eine korrekte Zuweisung habe, ja, da habe ich ein bisschen geschludert, was jetzt das Deutsch und Englisch angeht. Gut, das werde ich jetzt mal abändern. Dann machen wir das doch so, weil wir dahinter ja auch direkt das Part-Doc zuweisen. Also ihr seht schon, um das Englische kommt man nicht herum, selbst wenn man versuchen würde, es komplett dann alles auf Deutsch durchzuziehen. Man stößt halt zwangsläufig immer wieder auf solche Formulierungen oder hier New Document. Ja, muss man sich dann überlegen, ob man die Variablen dann nicht vielleicht auch in Englisch lieber schreibt. Zumal ja dann auch diese Umlaut-Problematik gar nicht erst auftritt. So, und jetzt kann ich hier eine neue Baugruppe erstellen. Das probieren wir gleich mal aus. Ich werde das Teil mal hier schließen. Werde dann mich hier in diese Prozedur reinstellen und dann einmal das ablaufen lassen. So, SolidWorks hat einmal gezuppelt und zack, ich habe jetzt eine neue Baugruppe erstellt. Wunderbar. Ja, und weil es so schön war, machen wir es auch gleich weiter. Dann werde ich mir jetzt noch den Programmcode einmal für die Zeichnung kopieren und entsprechend hier einfügen. Und dann sieht man schon, auch hier ändert sich nur eine Kleinigkeit. Also hier, diese Zeile ist erstmal noch identisch und diese Zeile und diese Zeile. In dieser Zeile haben wir dann hier hinten die Änderung, dass es auf eine Drawing verweist. Und hier benutze ich dann entsprechend die Variablenname, die auf Drawing hinweisen, und natürlich wird dann dieses Dokument ein Drawing-Dokument, kein Assembly oder
Part. So, und auch das, ich stelle mich einmal hier rein, drücke Start und dann sehe ich, es ist ein neues Zeichnungsblatt eröffnet worden. In diesem Fall jetzt A3, weil meine Standardvorlage jetzt auf die A3-Vorlage verweist. Ja, das war mal nicht so schwer erstmal. Und umfangreich war es jetzt auch nicht, weil man sieht, es ist sehr viel kopieren und wieder einfügen. Jetzt müssen wir natürlich nur noch gucken, jetzt habe ich drei Prozeduren in ein einziges Makro reingeschrieben. Wie kriege ich das jetzt noch auf meine Oberfläche eingebunden? Also ich werde das jetzt hier erst einmal speichern. Ich kann das auch noch offen lassen im Hintergrund, das ist nicht weiter wild. Und jetzt will ich das hier einbinden. So wie jetzt SolidWorks läuft, geht das nicht. Also wenn ich jetzt hier oben Rechtsklick drauf mache, dann könnte ich jetzt zwar mir verschiedene Symbolleisten einblenden, aber ich komme nirgendwo an die Einstellungsmöglichkeiten. Man sieht hier schon, Anpassen ist ausgegraut. Also ich werde zwangsläufig erstmal irgendein Dokument entweder öffnen müssen oder ein neues gerade erstellen. Das werde ich eh nicht speichern. Wenn ich jetzt hier oben mit der rechten Maustaste draufklicke, dann sieht man schon, Anpassen ist jetzt verfügbar. Und hier unter Befehle, unter Makro, finde ich als letztes hier eine Schaltfläche, die ich frei irgendwo platzieren kann, auf die ich dann auch Makros legen kann. So, und diese Schaltfläche, die ziehe ich mir jetzt mal hier oben hin. Und dann geht auch schon das Fenster auf, wo ich diese Schaltfläche anpassen kann. So, und jetzt werde ich mir mal das Makro heraussuchen. Und ich habe meine Makros hier jetzt gespeichert. Ich hatte das vorhin unter diesem Namen abgespeichert. Jetzt werde ich das mal öffnen. Und jetzt kann ich hier bei der Methode mir nämlich die Sub heraussuchen, die ich jetzt gerne einsetzen möchte. Und ich hatte ja in meinem Makro drei Methoden eingebaut. Jetzt sehe ich hier auch die Liste von drei. Und jetzt kann ich mir die direkt nach dem Namen, deswegen ist es auch gut, wenn man vernünftige Namen vergibt, mir raussuchen. Also als erstes in der Reihe möchte ich gerne das Teil erstellen. Das kann ich hier für den Tooltip noch was Vernünftiges eintragen. Und bei der Beschreibung, das kommt jetzt in diesem Fall nicht zum Tragen, das werde ich mal komplett leer machen. Wenn wir später Makros hier reinziehen in den Command Manager, dann ist die Beschreibung nicht das Schlechteste. Ich kann zwar die Beschreibung hier oben auch benutzen, möchte ich jetzt aber in diesem Fall nicht. Und jetzt klicke ich auf OK. Und dann generiert sich da oben diese Schaltfläche. Das Bild habe ich jetzt nicht angesprochen. Ich kann hier auch noch ein Bild reinsetzen. Dieses Bild hat gewisse Bedingungen. Das muss ich in der Hilfe jetzt allerdings nochmal nachgucken. Das weiß ich jetzt nicht. Ich für meinen Teil male mir aber selber keine Bilder, weswegen ich das nie ändere. Aber wer da entsprechend Lust hat und entsprechend kreativ ist, der kann sich natürlich auch selber so ein Bild malen und dann hier entsprechend benutzen. So, und weil es so schön war, gleich nochmal. Dieses Mal für die Baugruppe. Und als letztes dann natürlich noch für die Zeichnung. Und wenn ich jetzt das Teil hier wieder zumache, bleiben mir die Knöpfe aber erhalten. Und jetzt kann ich einfach mit einem Klick ein neues Teil erstellen oder eine neue Baugruppe oder eine neue Zeichnung. Habe ich ein bisschen was gespart. So, wir haben also jetzt in diesem Video gesehen, dass ich Makros hier oben einbinden kann. Ich kann mehrere Methoden ruhig in eine einzelne Makrodatei ablegen. Ich muss nicht für jedes einzelne, was ich jetzt hier oben einsetzen wollte, eine eigene Makrodatei erstellen. Und auf jeden Fall sehr empfehlenswert wäre es, immer schön zu dokumentieren, was man da eigentlich macht. Denn wenn man einige Zeit später nochmal nachguckt, dann ist das schon sehr hilfreich. Und da würde ich auch nicht dran sparen.
Also auch wenn man sich jetzt sagt, ja, Mensch, die viele Tipparbeit und so, ja, sehe ich ein, ist nur ein Tipp. So, das war es dann für dieses Video auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, hinterlasst eine konstruktive Kritik in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.